Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part habe ich euch einen Glitch gezeigt, mit dem man sein Spiel zum Absturz bringen kann. Yay. Ist jetzt nicht das Allernützlichste gewesen, ich weiß, aber es werden auch noch Glitches kommen, die ein bisschen einen höheren Nutzen haben und die auch etwas cooler vielleicht sind, wenn das jemandem nicht gefallen hat, aber es werden auf jeden Fall noch coolere kommen. Vielleicht nicht mehr in dem Part, aber im nächsten dann auf jeden Fall, denn hier gibt es ein paar coole in Bowser Juniors Angst Armada, aber dazu kommen wir noch. Erstmal machen wir jetzt, was eigentlich von der Reihenfolge her das nächste. Das bist du hier. Die Grusel-Ether-Galaxie. Dann halt, machen wir die auch mal. So, dann müssen wir es auch überlegen. Den ersten Grünstern weiß ich. Den zweiten Grünstern weiß ich so ungefähr. Und den dritten, was ist eigentlich hier die zweite Mission nochmal gewesen? Ah, das war das. Okay, dann weiß ich den dritten, glaube ich, auch. Ja, ne, beim dritten bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wo der ist. Also nicht, ja, so halb. Ja, ich weiß nicht ganz genau. Das ist auf jeden Fall sehr einfach der zweite. Und hier zu dem Leuchtbärenabschnitt übrigens kommen wir gar nicht hin. Das ist ja, das ist auch sehr schön hier wieder gemacht, dass der erste Grünstern gleich am Anfang ist, der zweite in der Mitte und der dritte ist halt dann in der zweiten Mission. Da eher am Ende zwar, aber das ist trotzdem okay. Ah genau, jetzt kann ich mich auch gerade an die genaue Position des ersten erinnern, nämlich hier. Und der ist verdammt schwierig. Denn ihr seht, dass der hier quasi hinter dieser Kante ist. Also ich kann die Kamera nicht drehen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt einfach hier so nach unten rutschen würde, dann würde ich an ihm vorbeispringen. Und das ist schon ein bisschen fies. Ich muss mich hier einfach nach, also einfach in Anführungszeichen, nach unten wirbeln, mich nach vorne bewegen. Das war auch schon knapp, habt ihr gesehen. Wirbeln und mich nach vorne bewegen und nur dann kann ich den kriegen. Also der war halt schon fies. Da muss man halt schon ein bisschen mehr tricksen. Das ist ja eben das, was ich jetzt auch schon so häufig euch vorgepredigt habe. Dass es halt wirklich so ist, dass die Positionen der Grünsterne immer fieser werden. Dass wir immer fiesere Sprünge machen müssen. Dass die immer häufiger über irgendwelchen Schluchten platziert werden, wo ich dann wahnsinnige Sprünge machen muss mit Wirbeln zwischendrin auch, um die eben zu bekommen. Was natürlich die ganze Sache nicht so einfach macht, aber halt natürlich auch cool ist. Logisch. Und das mag ich natürlich, weil cool versteckte Grünsterne und positionierte Grünsterne, die habe ich eigentlich nie was dagegen. So. Der zweite, wie gesagt, haben wir ja noch gesehen, ist auch hier noch in der ersten Mission aufzufinden. Der andere ist dann wirklich ziemlich sicher. Oder vielleicht ist der dritte auch, und ich kann gerade deswegen nicht dran denken. Vielleicht ist der dritte Grünstern auch doch hier in der ersten Mission. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Nee, der dürfte schon in der zweiten Mission sein. Aber ich weiß gerade echt nicht auswendig, wo der ist. Also nochmal zur Erinnerung, die zweite Mission hier in der Grusel-Ether-Galaxie, das war auch die, wo der Komet stattfand. Das war das, wo ein... Blödsinn, nicht der Komet. Also der Komet zwar auch, aber ich wollte eigentlich sagen, wo die Challenge stattfand. Ja gut, die Challenge fand ja eigentlich im Kometen statt. Stimmt natürlich schon, ja. Auf jeden Fall, der Komet davon war eben ein Schattenkomet, wo man durch diesen eben Grusel-Korridor durch musste, wo eben die Schatten-Marios einen... Hier kann man auch abkürzen übrigens. Wo die Schatten-Marios einen verfolgt haben. Und da war die Challenge, dass man auf dem roten Teppich niemals A drücken durfte. Und da ist dann irgendwo noch ein Grünstern, aber ich... Entschuldigung, bei meiner Stimme. Es tut mir leid, die ist irgendwie in den letzten Parts ein bisschen sehr angeschlagen. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Habe ich den jetzt eigentlich verpasst? Den Grünstern? Oder kommt der noch? Oder? Habe ich den jetzt verpasst? Bin ich jetzt dran vorbeigesprungen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin dran vorbeigesprungen. Oder kommt der? Hey, ich bin jetzt verwirrt. Oder ist der jetzt da hinten noch? Warte mal. Ist der da hinten noch? Bei der Kometenmünze? Ich kann mich halt auch nicht umgucken hier, leider. Nee, ich glaube, ich bin echt vorbeigesprungen an dem. Oder? Wow, weil in der... Oh, meine Stimme. Es tut mir echt leid. Ja, auf jeden Fall, in der Röhre ist er nicht mehr. Bin ich jetzt echt dran an dem vorbeigelaufen? Oder wie? Also, hier habe ich einen Checkpoint. Ach, jetzt muss ich zurücklaufen, ernsthaft? Oh, nee. Aber was soll denn der Quatsch jetzt? Jetzt muss ich zurück... Oh mein Gott, ich könnte mich so aufregen schon wieder. Ich weiß auch gar nicht genau, ob zurücklaufen überhaupt geht, weil ich meine, das ist so konzipiert, dass man hier gar nicht zurücklaufen können soll, glaube ich. Ja, nicht wirklich, nee. Ach ja, das würde jetzt witzig werden. Ja, ich bin aber auch ein ziemlicher Hohlkopf. Ich vergehe jetzt wahrscheinlich gleich Game Over. Das ist auch echt blöd irgendwie, weil ich hier nur wenig Leben immer bekomme, leider. Das ist ein bisschen blöd. So, aber hier kann ich hin. Okay, jetzt passt wieder alles. Muss aber trotzdem aufpassen. Hier habe ich den irgendwo verpasst, oder? Gibt's ja nicht. Wo sind der... Mann! Wo sind der... Ah, okay, da war er gerade. Da war gerade ein Schatten, ja. Oh, ich bin so hohl. Warum habe ich denn... Ich dachte, der würde irgendwie erst später kommen. Mann! Ich bin so ein Idiot. Jetzt muss ich das Ganze so mega kompliziert machen. Das gibt's ja wohl nicht. So, also hier rüber. Okay, es ist schon ein wirklich ziemlich weiter Weg, den ich hier noch zurücklegen muss. Aber das ist halt echt blöd, weil ich meine, das ist halt so konzipiert, dass man halt hier quasi immer von... Nein, ich habe doch noch geschüttelt, Mann! Ich habe doch geschüttelt, verdammte... Kacke. Och man, jetzt gehe ich hier Game Over. Ist das dein Ernst? Och man, wegen so einem Blödsinn ist hier irgendwas Tolles drin. Ja, Münzen, aber die geben mir leider kein Leben. Oh man, ey. Aber da ist er, da ist ein Leben. Das hole ich mir jetzt schnell.
Ich hole es mir einfach mal und sterb mal. Weil ich habe ja gerade keinen Boden mehr. Ich werde es mir jetzt dann gleich nochmal holen. Oh Mann, es ist ein Quatsch. Ich werde es mir jetzt gleich nochmal holen und dann auch wieder überleben. Ich muss jetzt gerade das irgendwie noch riskieren, leider. So. Okay, und dann gleich wieder zurückgehen auf jeden Fall. Weil Game Over habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, weil ich meine, ich habe das ganze Spiel ohne Game Over durchgehalten, in Anführungszeichen, in großen. Weil ich meine, das ist ja kein schwieriges Spiel. Also, ja, also doch kann schon sein, aber nicht für mich. Für mich ist es kein schwieriges Spiel mehr, weil ich das schon... Ich hätte nach links unten wieder springen sollen. Mann, das gibt's nicht, jetzt werden wir hier wegen so einem Käse aufgehalten. Nur weil ich das verpasst habe. Och Mann, ey. Und ja, wie gesagt, Game Over habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock. Nee, deswegen... Nee. Ich werde auf jeden Fall hier... Also wir sind ja auch relativ bald... in dann der Gigagumba-Galaxie. Das ist ja die erste aus Welt 4. Und da kann ich ja dann einfach meinen tollen Unendlich-Leben-Trick benutzen. So, zack. Tauch auf. Danke. So, okay, jetzt dann gleich, wenn es eng wird, muss ich nach unten Weitsprung machen und dann auch schütteln rechtzeitig. Okay, sehr gut. So, nochmal zurück und da ist fester Boden. So, denn, ja, da ist auf jeden Fall, da war gerade ein Schatten irgendwo. Da ist er nämlich, genau, ja. Ja, das war jetzt irgendwie unnötig. Ich dachte, wird er erst viel später kommen. Ehrlich gesagt, also ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass die beide so früh kamen. Ich meine, der erste ist ja gleich am Anfang und der ist auch wirklich ziemlich direkt am Anfang. Ich muss den ersten Warpständer benutzen und dann ist er schon direkt vor mir, quasi. Okay, ja, aber umso besser. Hat jetzt leider ein bisschen gedauert, aber, na, was soll ich machen? Naja. So, wir haben wieder ein Leben. Passt erstmal. Das ist halt das Problem, dass ich halt bei den Grünsternen eben, weil ich auch so viel rumtricksen will, dass ich deswegen da halt häufig sterbe. Weil ich meine, an sich sind die auch schon nicht so einfach, aber ich sterbe eher, weil ich halt viel rumtricksen will und viel Blödsinn machen will. Ich hätte es auch gerade eben einfach die Galaxie verlassen können und nochmal neu starten können. Es wäre auch viel schneller gegangen. Aber ich wollte es irgendwie so machen, da wieder zurückzulaufen, weil es nämlich auch schwierig ist. Das wär übrigens sogar auch eine coole Challenge gewesen, fällt mir gerade auf. Das wäre auch was total anderes. Dass man an der Stelle... ganz nach vorne laufen muss bis zur Röhre, dann den Weg ganz zurücklaufen muss, wieder bis zum Anfang und dann wieder ganz nach vorne, quasi. Und ich meine, das nach vorne laufen ist natürlich kein Problem, aber das Zurücklaufen wäre dann problematisch, weil man da eben auswendig lernen müsste, wann man wie wo springen kann, weil es eben dafür konzipiert ist, dass man nach vorne läuft und nicht nach hinten. Das wäre eine coole Challenge gewesen, aber ich meine, die eigentliche ist ja auch hier cool gewesen, dass man, ich meine, das sind ja immer coole Challenges, wenn man nur, also wenn man nicht immer springen darf, sondern da ein bisschen... beschränkt ist in der Hinsicht, deswegen die war auf jeden Fall auch cool. Hier kann man übrigens auch mega viel abkürzen. Einfach immer und überall Weitsprünge machen, ihr werdet schon irgendwie sicher aufkommen. Das ist halt auch das Coole hier, was ich auch schon erwähnt habe in Galaxy 1 und 2, dass man einfach überall und immer Weitsprünge machen kann und selbst wenn man irgendwie Gefahr läuft, in eine Schlucht zu fallen, man kann sich noch sehr, 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 sehr häufig mit einem Wirbler retten. Deswegen, das ist eigentlich kein Problem. So. Gut, hier irgendwo muss der jetzt sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr so hundertprozentig auswendig wo. Nur so halb. Ich sehe ihn schon. Da war was Grünes, glaube ich, oder? War da was Grünes? Da ist was Grünes, genau. Okay, gut. Also wir sind auf jeden Fall richtig hier. Das schon. Es kann ja sein, hätte ja sein können, dass ich ihn schon wieder verpasst habe. Aber nee, haben wir nicht. Für den bräuchte ich auch wieder ein bisschen einen höheren Sprung. Ich glaube, keinen Dreisprung, aber ein bisschen einen höheren. Ja, da reicht ein Zweisprung. Da reicht sogar ein normaler Sprung mit Wirbler wahrscheinlich aus. Aber ein Zweisprung auch, ein Dreisprung sowieso. Passt also. Aber der ist natürlich schon trotzdem fies, der Grünstern, das muss man schon dazu sagen, weil die Sache ist eben die, wenn ich den verpasse und nicht rechtzeitig bekomme, dann kommen ja die Boos von hinten und die sind halt wirklich eine Wand, an der ich nicht vorbeikommen kann. Deswegen, wenn ich den verpasse, dann muss ich mich umbringen, weil ich den ansonsten dann nicht mehr nachholen kann quasi. Deswegen, der ist schon trotzdem fies und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die den nicht so mega fies versteckt haben und, oder was er versteckt, positioniert haben und man eben keinen Dreisprung dafür braucht, sondern einen normalen Sprung oder einen Zweisprung oder so, denke ich mal. Gut. Dann, die Schneeflocken oder irgendwie sowas, Galaxie. Wie heißt du nochmal genau? Frostflocken, fast. So. Da weiß ich diesen grünen Stern und diesen grünen Stern. Also zwei Grünsterne weiß ich. Das sind aber, glaube ich, eher. Also, der eine ist eher zwei oder. Warte mal, ist in der zweiten Mission. Ah, genau, okay. Ja, ich weiß alle. Ich weiß 1, 2 und 3. Genau. 1 und 2 sind in der ersten Mission, 3 sind in der zweiten Mission. Richtig. So. Das ist interessant. Es sind Luigi hinter mir, ein Luigi-Geist. Hallöchen, na, wie geht's? Das ist auch witzig. Naja, was soll's. So, auf jeden Fall. Der erste ist eigentlich gar nicht mal so fern. Also wir sind jetzt dann schon relativ in der Nähe. Der ist zwar jetzt nicht so wirklich hier auf diesem Planeten, sondern nur so halb. Der ist nämlich bei der Rutsche wieder mal. Und das ist auch ein bisschen fies. Den kann ich auch leicht verpassen, aber es wäre nicht so schlimm, wenn ich ihn verpassen würde, weil ich dann im Notfall einfach noch den zweiten dann halt zuerst holen kann. Also ich werde dann nicht neu starten müssen oder so. Ich gehe auch mal hier wieder auf die Decke. Aber hier irgendwo kommt er jetzt gleich.
Ja, da nämlich. Okay, gut. Und bei dem ist es jetzt auch so, bei dem ist es anders als in der, hier, in der Wuchtbüffel-Galaxie. Denn bei dem, der war jetzt auch auf einer Rutsche. Und ich musste aber für den nicht springen. Also ich hätte, ich meine, ich bin ja gesprungen. Ja, aber man muss nicht dafür springen. Ich hätte einfach eben an die Decke gehen können und halt da entlang rutschen können. Aber ich glaube sogar, man kann sogar den auch einsammeln, wenn man jetzt auf der normalen Seite quasi entlang rutscht. Also da ist ja eine so Seite halt eher so weiß, halt so schneebedeckt. Und das ist auch quasi eigentlich die Seite, wo man sein soll. Und selbst wenn man auf der entlang rutscht, dann kann man den, glaube ich, trotzdem kriegen, wenn man eben springt und dann wirbelt. Weil damit kommt man schon auch ziemlich hoch, auch auf Rutschen. Und deswegen dürfte man trotzdem, glaube ich, bekommen, denke ich mal. So. Wie gesagt, der zweite Stern ist auch hier in der ersten Mission. Und der ist aber ganz am Ende, bei dem Lava-Planeten da. Da ist der. Und der ist auch wieder sehr gefährlich, denn der ist mitten in der Lava drin. Der Grünstern. Und auch in der Nähe von einer Schlucht. Also, das ist kein einfacher Grünstern, den wir uns dann erholen werden. Vor allem den komplett ohne Schaden zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig. Das will ich auch... Also, ich werde es versuchen. Aber das, wenn ich das nicht schaffe, ist mir auch egal, weil der ist echt nicht einfach. Aber ich will auf jeden Fall nicht runterfallen. Das ist sogar eher das Problem, weil der ist wirklich direkt daneben eine Schlucht. Und das ist sehr schon fies, auf jeden Fall. Und der dritte Grünstern, das ist auch ein sehr interessanter. Weil der ist nämlich gar nicht mal so fernab positioniert, wie man vielleicht... Also, doch, ist er schon, aber der ist trotzdem auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde dann schon noch zeigen, warum. Und übrigens, das mit der Wii-Fernbedienung ist auch irgendwie so komisch einfach nur. Weil ich meine, das ist auch... ich glaube, als wir mit den Grünsternen angefangen haben, also halt ganz am Anfang noch, ich kann übrigens jetzt schon sehen. So ganz, ganz knapp. Und zwar hier. Da kann man ein bisschen was glitzern sehen, seht ihr? Und da ist der Grünstern. Ich werde mal auch jetzt ein bisschen abkürzen und mal hier rüber gehen, auch wenn ich jetzt gleich... Ja, aber ich kann ja hier so entlang gehen, das passt, glaube ich, trotzdem. Auf jeden Fall ist mit der Wii-Fernbedienung, ich meine, wir haben... Als wir mit den Grünsternen angefangen haben, mit dem 121. Stern eben, da ging es, glaube ich, los, dass eben die Wii-Fernbedienung leer war und immer rumgeheult hat. Und jetzt ist es immer noch so. Also ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass das Nintendo mit Absicht macht und da irgendwie schon viel früher, ich bin nach links, und schon viel früher das anzeigt, als, ich meine, also wenn die Batterie noch die Hälfte ihrer Power hat oder so ungefähr, weil vielleicht Nintendo irgendwie mit einem Batteriekonzern einen Vertrag eingegangen ist oder so und deswegen dann die Leute mehr Batterien deswegen kaufen. Auf jeden Fall, da ist er. Ihr seht, der ist ja wirklich an einem Abhang sogar. Und wenn ich da von der Lava blöd wegpralle, dann kann ich auch in die Schlucht eben fallen. Deswegen, der ist echt blöd. Auf jeden Fall. Aber ja, okay, es ist eigentlich dann doch einigermaßen gegangen. Ich glaube, ich habe den ansonsten immer von der oberen, also von der jetzt gerade aus vor uns, von dieser Plattform aus geholt. Von der aus man ihn gar nicht sehen kann. Also ich habe da eher immer so einen Blindjump gemacht und der ging dann halt häufig in die Hose. Aber wenn man es genauso macht wie ich, dann ist es eigentlich kein Problem. Weil ich meine, ich kann ja noch wirklich, wenn ich einen Wirbler noch nach einem Weitsprung mache, dann kann ich mich ja noch wirklich sehr gut in der Luft irgendwie positionieren und auch an den Schatten von Luigi und von dem Grünstein dann eben orientieren, dass ich dann eben den genau einsammeln kann und dann ist es eigentlich auch kein Problem, den zu bekommen, denke ich mal. Okay. Aber wie gesagt, das mit der Batterie ist schon echt sehr interessant, weil das ist mir irgendwie schon immer aufgefallen. Ich meine, die Batterieanzeige hat ja, kann ja 4 Striche maximal haben. Wenn sie ganz voll ist, hat sie eben alle 4. Sie kann sogar auch gar keinen haben, aber dann hält sie, dann ist es wirklich so, dass sie nur noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, 5 Minuten allerhöchstens hält. Auf jeden Fall, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie die 4 Striche, also wenn ich wirklich ganz neue Batterien einlege, dass die 4 Striche quasi nach 10 Minuten schon wechseln und dann schon nur noch 3 da sind, so ungefähr. Also die 4 Striche, die halten, die sind wirklich sofort weg, so ungefähr bei mir. Das ist echt, also das ist echt ein Wunder immer, wenn ich irgendwie auf meine Batterieleiste schaue, ins Wii-Menü gehe oder sowas, da wird es da angezeigt und ich dann da tatsächlich 4 Striche sehe. Das passiert quasi nie, so ungefähr. 3 Striche, die halten dann schon deutlich länger. Aber ich habe das Gefühl, dass je weniger Striche es werden, desto länger halten die. Habe ich so das Gefühl. Also der eine Strich, also abgesehen von 0 Strichen, die halten wirklich überhaupt gar nicht lang. Aber man wusste eigentlich, hier ist doch irgendwo ein Felsenpilz, oder? Ja, genau da. Aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass der eine Strich, also wenn sie eigentlich im roten Bereich ist, so wie jetzt und immer hier rumheult, dass der am längsten hält. Und zwar irgendwie mit Abstand, habe ich das Gefühl. Ich meine, das soll eigentlich warnen, weil es halt auch in vielen Spielen dann irgendwie alle 5 Minuten mal kommt und einen immer wieder nervt. Aber die hält trotzdem einfach mal noch. Ich meine, das ist jetzt der, was war der 6. Part, glaube ich, in dem wir Grünsterne holen. Oder sowas, also schon mehrere Stunden. Hält auf jeden Fall jetzt schon. Wo sind eigentlich die verdammten, ich finde die irgendwie gerade nicht. Ich bin gerade so blöd, die zu finden. Wo die ganzen Dinger sind. Nee, hier auch nicht. Was zum Teufel, ich finde die gerade überhaupt nicht. Das gibt's ja nicht. Auf jeden Fall, die hält halt immer noch ewig, obwohl halt eigentlich Alarm gemacht wird und Nintendo einem quasi sagt, okay, der letzte ist auf jeden Fall nach oben, das weiß ich. Nintendo einem quasi sagt, ja, hey, hol dir neue. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass Nintendo mit irgendeinem großen Batteriekonzern
irgendeinen Vertrag eingegangen ist, dass die dann immer dafür Geld bekommen. Und meine dafür, dass die Spieler halt dazu gebracht werden, mehr Batterien kaufen zu müssen. Ach ja, Verschwörungstheorien und so. Naja, gut, auf jeden Fall. Hier ist der dritte Grünstein nicht auf diesem Planeten. Ja, auf diesem Planeten, vorsichtig. Sondern der ist auf dem nächsten, also so halb zumindest. Kann ich jetzt bitte in den Abstell rein, mein lieber Luigi? Dankeschön. Und zwar hier in diesem Schneegestöber. Man hat ihn nämlich, habt ihr gesehen? Das ist sehr cool. Man hat sogar gerade eben schon sehen können. Hier unten irgendwo. Und ich weiß gar nicht, also es müsste auch gehen, wenn ich jetzt hier irgendwie, ich meine, hier ist ein Checkpoint auch, ne? Ich will es mal kurz machen. Ah, ja, okay, man hat das Glitzern sehen können. Genau, hier ist er. Ich will aber nicht einsammeln. Genau. Hier ist er nämlich. Und hier sind auch drei One-Offs. Ich will mich mal kurz umbringen. Da war ja dein Checkpoint. Ich habe das andere One-Off nicht eingesammelt. Aber wenn ich sterbe, dann geht der Schneegestöber weg. Das ist ja interessant. Auf jeden Fall, das war ein Ort, den ich euch damals, als wir hier waren, auch schon mal gezeigt haben. Denn, also so wie es ich gerade gemacht habe, soll man da nicht hin. Man soll an diesen Ort. Hier hin, genau. Denn der Hasi sagt. Was sagt er nochmal? In diesem Schneetreiben sieht man nichts, Hoppelhopp und so, der sagt nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall hier kann man eine Münze sehen und dann eben hier auch den Grünstern, den man wirklich von ziemlich weit noch glitzern sehen kann. Und auf jeden Fall, das ist wirklich ein sehr besonderer Ort für einen Grünstern, weil ansonsten sind die immer so ganz, ganz random irgendwo versteckt. Aber hier sind die an einem Ort versteckt, der tatsächlich ein Secret darstellt, das man eben auch schon im eigentlichen Spiel finden konnte. Also bei den ersten 120 Sternen eben. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für den ersten Stern aus der Riesenwasserfallgalaxie. Denn da war es ja auch so, dass man da so eben mit dem Turbopfeffer da so nach oben klettern musste. Wo ja auch damals bei den 120 Sternen ein One-Up war und da beim Grünstein natürlich auch. Und wo auch der Pinguin stand und einem Lebensweisheiten erzählt hat. Also die beiden sind sehr interessant, weil die sind an Orten, die man auch schon im eigentlichen Spiel wirklich hat finden können, die eben Secrets darstellen. Weil ansonsten sind eben, wir machen gleich weiter mit dem nächsten. Weil ansonsten sind eben die Grünsterne halt einfach immer irgendwo versteckt, irgendwie in einem Abhang oder sonst irgendwo. Und das ist schon sehr interessant, dass die da auch wirklich in solchen Secrets versteckt sind. Und das macht das Ganze halt auch sehr interessant. Wir machen mal, ja, den ersten natürlich logisch. Das macht das Ganze auch sehr interessant, weil ich glaube nämlich, dass es so war, wo ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, dass ich bei den ersten 120 Sternen dieses Secret, das wir jetzt gerade eben gesehen haben, dass ich das, glaube ich, damals noch nicht gefunden habe, sondern erst durch den Grünstern, weil ich eben bemerkt habe, oh, da glitzert doch was. Und dann dachte ich mir, hä, muss ich jetzt einfach nach unten springen oder wie? Und dann habe ich da eben bemerkt, dass da diese Holzplattform ist und dass da auch eine Münze nach unten zeigt. Das ist mir davor nie aufgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, soll ich da mal nach unten springen? Ich habe es gemacht und habe ein Secret gefunden mit dem Grünstern. Und wie gesagt, ohne den Grünstern hätte ich das gar nicht gefunden. Und das ist schon cool, dass die einem quasi noch Secrets zeigen, die man vielleicht im eigentlichen Hauptspiel ansonsten verpasst hätte sogar. Und das ist schon etwas sehr Interessantes, finde ich, und auch etwas Cooles. So. Auf jeden Fall jetzt zur Kulakunst-Galaxie, da weiß ich auch, wo beide sind. Also ich weiß so, beim ersten bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß ziemlich genau, wo er ist, aber ich weiß nicht, ob er links oder rechts ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Und den zweiten, beim zweiten weiß ich auch nicht ganz auswendig, wo der ist, aber auch wieder ungefähr. Und seit gleich, wenn diese Plattform nach oben fahren wird, ich glaube links, ist er entweder links oder rechts in einer Schlucht auch wieder. Also halb in einer Schlucht. Ja, genau. Ja, genau. Der war auch sehr schwierig zu kriegen. Ihr habt gesehen, da muss ich am besten ganz an der Kante sein von dieser Plattform, um den einsammeln zu können. Ich kann den natürlich auch, wenn ich ihn verpassen sollte, noch kriegen, indem ich mich nach unten stürze. Das ist aber sehr riskant und wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen am besten für den eben die ganze Zeit an der Kante bleiben. Was natürlich auch schon nicht so einfach ist, weil die Steuerung kann natürlich ein bisschen wackelig sein, teilweise auf dem Sternenball. Und da eben eine Position zu halten, vor allem wenn man so nah an einer Schlucht dran ist, ist nicht so einfach. Und deswegen ist auch der Grünstern nicht einfach zu kriegen. Und vor allem da erstmal irgendwie, ich meine, zu sehen ist er ja schon relativ einfach. Weil ich meine, wenn man da nach oben fahren wird, wird man das bemerken. Aber dann eben sich nach unten stürzen zu lassen, das wird nicht funktionieren, ziemlich sicher. Und ansonsten da an der Kante zu bleiben und den dann so einzusammeln wie ich gerade, das sah jetzt bei mir wieder einfach aus. Ja, ist es aber nicht. Also der ist schon echt ein bisschen tricky auf jeden Fall. Und auch der zweite ist nicht so einfach. Ja, gut, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen schon einfach daran, dass wir halt hier eine Sternenballmission haben und hier halt die Steuerung im Allgemeinen schon etwas eingeschränkter ist. Und es deswegen schwieriger ist, die überhaupt einzusammeln. Das ist ja im Prinzip beim Tukugleiter genauso gewesen. Da waren ja auch die beiden Sterne eigentlich nicht so schwierig zu sehen, aber sie einzusammeln, vor allem den zweiten Stern, der da so rechts bei diesem Berg da noch so war, den einzusammeln, das war sehr, sehr schwierig und das kann auch sehr einfach in die Hose gehen. Und selbiges gilt auch für die beiden, also für beide Grünsterne, die wir hier finden können. Eben weil halt die Steuerung teilweise ein bisschen wackelig sein kann. Das war jetzt auch schon wieder knapp zum Beispiel, man halt schon leicht runterfallen kann. Deswegen muss man schon auf jeden Fall gut aufpassen.
So, und zwar, jetzt ist mir wieder was eingefallen. Stimmt, ich habe wieder was verwechselt. Ich weiß doch genau, wo der zweite Grünstern ist. Ich dachte nämlich, der würde jetzt schon beim nächsten Planeten dann kommen, wo auch wieder alles in sich zusammenbricht und wo ich wieder irgendwie warten muss, bis wieder was nach unten bricht und dann kann ich den einsammeln, aber stimmt gar nicht. Vielleicht hat man sogar den Grünstern und den zweiten schon in der Intro-Sequenz gesehen und ich habe nämlich darauf geachtet. Also ich achte irgendwie nicht mehr wirklich auf die Intro-Sequenzen. Ich schaue nicht mal anders hin, aber ich weiß nicht, ich lasse es irgendwie so an mir vorbeiziehen und achte gar nicht wirklich drauf, ob da schon einer gezeigt wird oder nicht. Auf jeden Fall hier ist er nirgendwo. Der ist nämlich beim silbernen Kettenhund und der ist übrigens auch sehr schwierig. Also beide Grünsterne hier sind echt nicht einfach. Da ist er nämlich, genau. Der ist nämlich auch wieder mal an einer Kante, genauer gesagt sogar an einer Ecke. Und das ist nicht einfach. Ich will auf jeden Fall erst den Kettenhund töten, weil der ansonsten viel zu sehr im Weg ist. Würde ich euch auch empfehlen. Ich meine, ihr könnt auch schon das Feuer versuchen, aber ich würde schon zuerst killen, weil ansonsten der euch vielleicht dann noch runterschubsen wird. So, stirbt mal. Gut, also ihr seht, das ist tricky. Für den muss ich auch springen. Ich bin, glaube ich, nicht hoch genug für den. So, bin ich hoch genug? Ach doch, bin ich sogar. Ja, dann ist sogar doch okay. Aber ich meine, gut, wenn man jetzt hätte springen müssen, das wäre schon auch okay gewesen. Weil ich mich da schon sehr langsam rangepirscht habe. Aber muss man schon vorsichtig sein. Aber ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man für den springen muss sogar. Weil das wäre nämlich schon ein bisschen fieser noch gewesen. Aber einfach nur hinzurollen, das ist ja dann sogar eigentlich sogar echt ganz okay, denke ich mal. Yay, Galaxie komplett. Sehr schön. Ja, die von Bowser Jr. will ich eigentlich nicht mehr machen, weil ich da eben auch noch einiges mehr... Ich meine, das sind zwar beide Grünsterne, wo sind die? Kriegt man den ersten... Ja, der ist... Kommt relativ... Ich meine, die Galaxie ist ja auch nicht groß, ne? Also den ersten kriegt man relativ schnell und den zweiten... Der ist eher am Ende, aber die Galaxie ist nicht groß, deswegen, das würde schon schnell gehen. Aber ich will euch da einiges zeigen an Glitches und so weiter. Wieder habe ich ja... Und Abkürzungen habe ich ja schon verraten. Und deswegen werde ich das dann doch erst beim nächsten Mal machen, weil ich da eben ein bisschen mehr wieder zu zeigen habe. Ist hoffentlich okay. Aber ich habe schon erklärt, die Parts werden ein bisschen kürzer, ist aber hoffentlich schon... verkraftbar für euch, denke ich mal. Okay. Dann würde ich also sagen, Leute, war's das für diesen Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird, weil 3 wird dann die auf jeden Fall abschließen werden. Und ihr euch wieder auf einige Glitches gefasst machen könnt, hier in Bowser Juniors Angst Armada dann. Einige, die euch also eher so abkürzen, ist eigentlich keine Glitch, eher so halb, aber auch Abkürzungen teilweise, wie man schnell durch die Galaxie durch kann, auch ein mega witziger Glitch, also der ist so witzig, das ist genial einfach nur, da könnt ihr euch schon mal dann drauf freuen. Das war eigentlich nicht spektakulär, aber trotzdem total witzig, also werdet ihr dann schon sehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.